Wir alle wissen, dass Kinder oft besser mit Technik umgehen können als wir selbst. Es gab schon mehrere Geschichten, in denen sie die Jobs ihrer Eltern gerettet haben, weil sie in der Lage waren, sich schneller einzuarbeiten. Du siehst nun einige Stories, in denen die Zwerge die Vorteile der Technologie nutzen, sehr zum Leidwesen ihrer Erziehungsberechtigten. Roblox Überraschung. J.D. Brighton postete im Internet, dass er mit einer riesigen Rechnung konfrontiert wurde wegen dem, was seine Kinder getan hatten. Meine 8 und 9 Jahre alten Nachkommen haben 602 Pfund über mein iTunes-Konto ausgegeben, um Waren der Online-Spieleplattform Roblox zu kaufen. Mir war nicht klar, dass meine Bankkarte auf den iPads meiner Kinder verwendet werden kann, sagte J.D., während er verzweifelt nach einer Lösung suchte. Er hatte dafür gesorgt, dass sein Bankkonto mit seinen Einkäufen im Apple Store verknüpft war. Was er nicht bedacht hatte, war, dass seine eigene Bequemlichkeit auch seinen Zwergen zugute kam. Als ich den Kaufrausch entdeckte, kontaktierte ich Apple, um eine Rückerstattung zu fordern. Die Antwort war: Tut uns leid, wir können Ihnen nicht helfen, aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Er wusste nicht, was er tun sollte. Wenn Apple ihm nicht helfen würde, müsste er sich an die Spieleplattform Roblox wenden. Dieses Spiel war bei Kindern sehr beliebt und sie durften ein eigenes Konto haben. Es sollte allerdings überwacht werden. JD dachte, dass er das tun würde. Ich habe ihnen dann meine missliche Lage erklärt. Ihre Antwort war die Kündigung der Konten mit der Begründung, dass sie Betrug sehr ernst nehmen. Meine Sprösslinge sind untröstlich, denn sie haben jahrelang ihre eigenen Ersparnisse ausgegeben und eine unglaubliche Sammlung aufgebaut. Wie mein Neunjähriger sagte, mein ganzes Leben ist jetzt ruiniert. Es gab jedoch nichts, was man tun konnte. Denn trotz der Tatsache, dass Kinder ihr eigenes Geld ausgegeben hatten, steckte auch ein großer Teil seines Einkommens darin. Für Nicht-Eltern hört sich das nach Inkompetenz an. Aber man hat es mit Giganten zu tun, die es auf junge Leute abgesehen haben. Sie sind leicht zu beeinflussen, süchtig machende Attraktionen locken und die Grenze zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Gegenständen verwischen. Diese Apps werden als Köder-Apps bezeichnet, weil sie Kinder dazu verleiten, während des Spiels virtuelle Dinge zu kaufen. Im Jahr 2014 wies die US Federal Trade Commission Apple an, 32,3 Millionen Dollar zu zahlen, um Eltern für nicht autorisierte App-Käufe ihrer Kinder zu entschädigen. Banken sollen Kunden nicht autorisierte Transaktionen zurückerstatten, aber nur, wenn sie nicht fahrlässig mit ihren Karten und Sicherheitsdaten umgegangen sind. Es ist anzunehmen, dass Erziehungsberechtigte, die ihren Kleinen den Zugriff auf ihre Logins erlauben, wenn auch unwissentlich, fahrlässig handeln. Ein Vater zeigte seinen Sohn bei der Polizei an, in der Hoffnung, dass ein Aktenzeichen ihm helfen würde, das Geld zurückzufordern, da sein 13-Jähriger unwissentlich Geld ausgegeben hatte. Es scheint, dass Roblox diesbezüglich einen ganz anderen Plan hat. Sie sagten: Wann immer es möglich ist, arbeiten wir im Rahmen unserer freizügigen Erstattungspolitik direkt mit den Eltern zusammen. Wenn die Käufe über bestimmte Drittanbieter wie iTunes getätigt werden, wie es hier der Fall war, können leider nur diese eine Rückerstattung vornehmen. Es ist Standard, Schutzmaßnahmen für Kinder zu treffen, einschließlich der Einrichtung verschiedener Apps wie Ask to Buy und Family Sharing. Diese senden jedes Mal eine Anfrage an den Karteninhaber, wenn ein Kind versucht, einen Kauf oder Download zu tätigen. Man kann App-Käufe ganz unterbinden, indem man die Bildschirmzeit auf den Geräten der Sprösslinge aktiviert. Manchmal rutscht aber etwas durch und es entstehen Situationen wie diese. Die nächste Geschichte geht sogar noch weiter. Sonic Forces. Jessica Johnson dachte, es wäre ein schöner Sommer, den sie mit ihrem Kind verbrachte. Okay, ihr Sohn spielte häufiger mit Videospielen als sonst, aber das machte ihr nichts aus. Er war 6, fröhlich und sie hatten viel Zeit miteinander. Sie dachte, das Schlimmste, was passieren könnte, war, dass er ein bisschen weinte, wenn sie ihn bat, das iPad wegzulegen. Ihr war nicht klar, wie schlimm es werden könnte. Jessica entdeckte eine Reihe von Abbuchungen von ihrer Kreditkarte, als sie ihre Rechnung überprüfte.
Die Einkäufe waren von ihrem jüngsten Sohn George getätigt, der wiederholt App-Käufe für das Spiel Sonic Forces tätigte. Der Kaufrausch, der sich insgesamt auf $16.293.10 belief, fand über Monate statt. George kaufte Add-ons für das Spiel, angefangen von einem Paket für $1.99 bis hin zu Bundles für $99.99. Jessica wusste nicht einmal, dass er sich hiermit auskannte. Es stellte sich jedoch heraus, dass ihr Sprössling viel geschickter war, als sie dachte. Am 9. Juli wurden 25 Abbuchungen von ihrem Konto vorgenommen, die sich insgesamt auf 2.500 US-Dollar beliefen. Die Transaktionen hielt sie zunächst für Betrug oder einen Fehler. Sie konnte nicht glauben, dass ein so kleines Kind so etwas tun kann. Nachdem sie eine Betrugsanzeige eingereicht hatte, wurde ihr mitgeteilt, dass die Abbuchungen echt seien und sie wurde aufgefordert, Apple zu kontaktieren. Sie setzte sich mit denen in Verbindung und es wurde ihr eine Liste aller Gebühren mit dem Sonic-Symbol übersandt. Ihr wurde klar, wer der Übeltäter war. Es ist, als ob mein 6-Jähriger Kokain genommen hätte und zwar in immer größeren Mengen, sagte Johnson. Apple weigerte sich, ihr das Geld zurückzuerstatten, da sie das Unternehmen nicht innerhalb von 60 Tagen informiert hatte. Sie sagte, dass sie Apple nicht rechtzeitig informiert hat, weil Jace ihr sagte, dass es sich bei den Transaktionen wahrscheinlich um Betrug handele. Sie versuchte zu erklären, dass sie es nicht bemerkt habe. Der Apple Support war sehr unfreundlich, als Johnson zugab, dass sie nicht in der Lage sei zu bezahlen. Man sagte ihr, dass es eine Einstellung gäbe, die sie hätte kennen müssen. Keine zufriedenstellende Antwort. Warum Eltern nicht früher über diese Käufe informiert werden, ist nicht klar. Wenn ich gewusst hätte, dass es eine Einstellung dafür gibt, hätte ich meinen 6-Jährigen natürlich nicht erlaubt, fast $20.000 für virtuelle Dinge auszugeben, fügte Jessica hinzu. Es tat ihr weh, jetzt darum kämpfen zu müssen, die Rechnungen nicht zu bezahlen, nur wegen dem, was ihr Kind versehentlich getan hat. Sie gab George keine Schuld, er habe es nicht verstanden. Die Mutter fuhr fort, die Spielebetreiber zu beschuldigen, völlig räuberisch zu sein, indem sie jüngere Benutzer zu Käufen ermutigten. Welche Erwachsene würde $100 für eine Truhe mit virtuellen Goldmünzen ausgeben? Sie war der Meinung, dass Apple für den Vorfall verantwortlich sei. Bis heute hat sie die Kosten nicht erstattet bekommen, aber sie kämpft immer noch. Aussperren auf eine andere Art. Deinem Kind ein teures Gerät anzuvertrauen, ist ein riskantes Unterfangen. Wie wir in den anderen Geschichten gesehen haben, können sich unglaublich hohe Rechnungen anhäufen. Es gibt jedoch noch mehr Möglichkeiten, Eltern in Schwierigkeiten zu bringen. Der Journalist Evan Osnos aus Washington D.C. wusste nicht, dass die Übergabe seines iPads an sein Kind bedeutete, für fast ein halbes Jahrhundert gesperrt zu sein. In einem Posting in den sozialen Medien sagte er, dass sein 3-Jähriger einmal zu oft das falsche Passwort eingegeben habe. Das iPad sperrte sich selbst und teilte ihm mit, dass er es in 25,5 Millionen Minuten erneut versuchen könne, in ungefähr 47 Jahren. Evan konnte es nicht glauben. Er ging sofort online, um zu sehen, was er tun konnte. Die Zeitspanne zwischen den Versuchen wird erhöht, je nachdem, wie oft ein falscher Code eingegeben wurde. Also hämmerte sein Sohn wahrscheinlich eine lange Zeit darauf herum, bevor er es an Papa zurückgab. Als Osnos ein Bild des Sperrbildschirms auf Twitter veröffentlichte und nach Ideen zum Entsperren fragte, erhielt er eine Flut von Antworten. »Ich würde einfach abwarten«, riet einer. »Zeitreise scheint die beste Lösung zu sein«, schrieb ein anderer. Jemand anderes witzelte, »Denken Sie es dem Kind zum 50. Geburtstag, bis dahin sollte es sich entriegeln.« Glücklicherweise gab es auch ein paar nützliche Antworten. Apple hat sogar Richtlinien, die den Leuten helfen, ihre Geräte zurückzusetzen, obwohl dabei zuerst alle Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Wenn dir das passiert, musst du dein iPad oder iPhone an den Computer anschließen und iTunes ausführen. Während es angeschlossen ist, kannst du dann einen Neustart erzwingen.
Es sollte ein Pop-up-Fenster erscheinen, in dem man die Wahl zwischen Wiederherstellen und Aktualisieren hat. Wenn du Wiederherstellen wählst, lädt iTunes die Software wieder auf dein iPad und du kannst es wie gewohnt einrichten. Evan war sehr dankbar hierfür. Vielleicht kann dies als abschreckendes Beispiel dienen. Es scheint jetzt alles in Ordnung zu sein. Tablets und Smartphones haben sicherlich eine neue Lebensweise für eine junge Generation eingeführt. Aber wie diese Geschichten beweisen, ist dies manchmal nicht der beste Weg. Wir hoffen, dass alle diese Stories ein glückliches Ende haben und wir können es kaum erwarten, deine Geschichte zu hören.